Hi und herzlich willkommen zu deinem ersten Tag beim Zoll hier im Köln-Bonner Flughafen. Ich bin Rayana und das ist Christine und wir machen hier beide die Ausbildung zur Zöllnerin. Cool, dass du uns heute begleitest. Flughäfen kennst du doch sicher, oder? Aber wir ermöglichen dir heute erstmal den Einblick hinter die Kulissen. Dann lass uns mal loslegen. Und auch wir heißen dich herzlich willkommen zu deinem ersten Tag als Zöllnerin oder Zöllner. Wusstest du, dass sich der theoretische Teil der Ausbildung in gehobenen und mittleren Dienst aufteilt, die praktische Ausbildung aber für alle gleich ist? Deswegen schauen wir uns heute ein paar spannende Einsatzbereiche in der praktischen Ausbildung an. Hier hatten die Kollegen Zweifel, dass es sich eventuell um Fälschungen handeln könnte. Und ich würde sagen, wir packen das jetzt erstmal ein bisschen aus, dass wir mal gucken, was hier alles so drin ist. Da kannst du mir auch gerne einmal helfen. So, wir bekommen jetzt hier einen Einblick in die Arbeit der Personenkontrolle hier am Flughafen. Das schauen wir uns jetzt gemeinsam mit den Kollegen vor Ort an. Guten Morgen, eine Zollkontrolle. Legen Sie bitte einmal das Gepäck aufs Band. Okay. Hier drauf? Genau. Sie kommen jetzt woher? Mallorca. Aus Mallorca. Ja. Während der Ausbildung schaust du erfahreneren Kolleginnen und Kollegen über die Schulter und lernst so von ihnen. Das betrifft natürlich auch den Umgang mit der Technik. Ja, das ist halt hier der Koffer von dem Reisenden. Ja. Man sieht jetzt unterschiedliche Farben. Das Orange, das sind organische Stoffe. Und das Grüne, was man hier sieht, das ist anorganisch. Mhm. Neben technischen Hilfsmitteln gibt es natürlich auch noch altbewährte Methoden, um Gepäck zu kontrollieren. Jetzt sieht man schon die Folgen nicht mehr. Also es sieht schon aus, als hätte sie irgendwas mitbekommen, was sie interessiert. Wenn du mit deiner Ausbildung fertig bist, gibt es verschiedene Möglichkeiten, dich zu spezialisieren. Zum Beispiel wie die Kollegin hier, die als Hundeführerin ausgebildet ist. Ja, das ist eine Anzeige, ne? Geht nicht mehr weg. Jetzt hat sie was gefunden anscheinend. Genau, also sie hat angezeigt und sie findet es auch nicht gut, dass ich sie zurückziehe. Da müssen wir jetzt auf jeden Fall mal reingucken. In der Ausbildung bist du auch hier erstmal nur unterstützend tätig. So wie hier, wo jetzt der verdächtige Koffer untersucht wird. Schauen wir mal, ob tatsächlich Drogen drin sind. Ach, guck mal hier. Das sieht schon gut aus, ne? Ja. Ist Ecstasy drin? Mhm. Oh, okay. Werde ich auf jeden Fall jetzt erst noch mal den Hund bestätigen, weil er hat ja gerade nichts gekriegt. Ja. Einfach so stehen lassen. Ich lasse sie eben dran. Und da müssen wir uns die Person angucken, die den Koffer nimmt. Wir müssen uns jetzt ein bisschen beeilen. Okay. Mia. Das war ganz schön viel für den Anfang, oder? Wie du siehst, muss man echt wachsam sein und als Team funktionieren. Genau. Wenn das was für dich ist und du Lust auf einen abwechslungsreichen Beruf hast, dann besuch uns doch gerne mal online. Wir würden uns auf jeden Fall freuen. So, und wir genießen jetzt noch ein bisschen die Aussicht. Und auch wir verabschieden uns von dir und hoffen, dein erster Tag als Zöllnerin oder Zöllner hat dir gefallen. Bis dann!